Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der FIFA 21 FC Erzgebirge Aue Karriere. Und ja Leute, heute am folgenden Spiel gegen Sporting werden wir selber spielen, dann gegen Freiburg, Leverkusen und auch gegen Bremen gehen wir in die Schnellsimulation, genauso wie gegen Slavia Prag. Dann gehen wir gegen Bielefeld dann auch nochmal die Schnellsimulation und gegen Neapel in die normale Simulation rein. Dann sind wir beim Spiel gegen Sporting Lissabon. Wir schauen mal ganz kurz auf unser Team. Ich hoffe, die sind jetzt endlich mal wieder fit, nachdem wir gegen Bayern mit der B11 gespielt haben, mehr oder weniger. Würde ich sagen, starten wir rein. Pierre-Emil Højbjerg spielt den Ball weiter zu Luis Diaz. Der muss ihn reinmachen. 9. Spielminute, genau die gleiche Minute wie beim ersten Spiel oder zweiten Spiel gegen Neapel. Machen wir hier das 1:0. Diesmal ist Luis Diaz und nicht Brian Broby. Oder Mason Greenwood, ich weiß gar nicht mehr, wer es am Anfang war. Ist auch egal, wir führen hier jetzt mit 1:0. Na Halleluja, ist wieder besser, wenn wir das A-Team haben. Ey, ich muss echt zugeben, in der nächsten Saison, falls wir die Champions League-Titel dieses Jahr holen, müssen wir in der nächsten Saison echt mal ein bisschen die zweite Reihe verbessern, weil die ist echt nicht gut. Ist aber jetzt noch egal, Luis Diaz in der 9. Minute mit dem 1:0 für uns. Ja, und da kommen sie und machen das 1:1 mit Sporra in der 39. Spielminute. Hey Leute, ich verstehe es nicht, wir können im Moment keine Spiele mehr zu 0 gewinnen. Das ist echt Wahnsinn, wir kriegen jedes Mal irgendwo ein Gegentor, damit ist der Ausgleich da. Luis Diaz muss den Ball jetzt endlich mal schneller zu Brian Broby bringen, das macht er. Jetzt gegen Kobel muss er den Ball reinmachen. 49. Minute, wir gehen mit 2:1 in Führung, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Sporting hat sogar eine gelb-rote Karte kassiert nach einem Foul gegen uns. Ja, und dann machen wir eben das 2:1 mit Brian Broby, das ist endlich mal drin. Das habe ich gar nicht gehabt. Ich habe gedacht, der hat irgendwie nur Geld gegeben, weil er irgendwie gar keine Geld gegeben hat. Und damit führen wir wieder mit 2:1. Da geht der Ball an Kobel vorbei. Natürlich, Kobel lacht sogar. Brian Broby macht dann das Tor. Das müsste sein 5. Tor sein. Genauso ist es. Damit führen wir mit 2:1. Tyler Adams muss den Ball durchkriegen zu Brian Broby. Das macht er auch gut. Brian Broby kann einen Doppelschlag machen. 3 Minuten später oder 4 Minuten später. Den Doppelschlag macht er auch. Und damit gehen wir mit 3:1 in Führung. 6. Tor für Brian Broby. Doppelpack in diesem Spiel. Und das war auch stark gespielt von Luis Diaz. Weiter zu Tyler Adams, der dann spielt. Hier weiter sehen wir es zu Brian Broby. Ich habe nicht gedacht, dass der es noch hier irgendwie durchsetzen kann. Macht er aber wieder gegen Kobel. Diesmal nicht ganz so schön wie das zweite Tor. Kann aber eben mittlerweile egal sein. Weil ich will einfach nur noch ein selbstgezocktes Spiel mal wieder gewinnen, nachdem wir gegen Bayern im Pokal rausgeflogen sind. Brian Broby, 53. Minute, 6. Tor, damit führen wir mit 3:1. Und da kommt Marinescu gut durch, unser ehemaliger Spieler, beziehungsweise Spieler, den wir ausgeliehen haben. Wir bekommen halt einfach diesen Ball nicht weg, das nervt mich. Dumbia, dann mit dem Anschlusstreffer 3:2. Wenn es dann so bleibt, kann es mir recht sein. Ich spiele jetzt einfach hier den Ball nach hinten zu Manuel Neuer und warte jetzt noch die paar Minuten ab. Ich habe die ganze Zeit den Ball hinten rumgespielt. Der Schiri kann es gerne abpfeifen von mir aus. Die 2 Minuten sind rum. Wir gewinnen gegen Sporting mit 3:2. Und dann können wir die Position von Jamal Musiala zum linken Mittelfeldspieler umformen. Damit haben wir jetzt einen neuen linken Mittelfeldspieler. Nächstes Spiel gegen Freiburg. Die sind auf Platz 10. Wir müssen wieder irgendeinen Spieler austauschen. Das war gerade Tyler Adams. Weiß ich nicht warum. Wahrscheinlich ist er gesperrt. Stojica kommt dafür rein. Trotzdem können wir hier gegen Freiburg bestehen. Das machen wir auch wie Junik trifft bei Freiburg, bei uns Malaccia, Luis Diaz, Greenwood und Brian Broby. Dann sehen wir auch, Collado wird uns zu Betis Sevilla für 9,8 Millionen Euro verlassen. Guck mal, 2,8 Millionen wird uns abgezogen. Bitte ändert das für FIFA 22, das nervt mich so. Dann sind wir auch mal im Spiel gegen Leverkusen. Hier gehen wir die Schnellsimulation rein. Es ist daheim diesen 7. und ich habe gerade gesehen, Gladbach ist sogar 2. Das bedeutet, man kann auch mal gegen die verlieren. Als wir da in der normalen Simulation verloren haben, hier gewinnen wir mit 2:0. Mason Greenwood und Malaccia trifft. Soboschlei verschießt nochmal 11 Meter. Aber wir gewinnen gegen Leverkusen. Nächstes Spiel gegen Slavia Prag. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde die komplette Hinrunde machen, denn es sind gar nicht mehr so viele interessante Spiele dabei. Hier gehen wir in die Schnellsimulation rein. Dann gegen Neapel in die normale. Sollten wir einen Punkt holen, wären wir auf jeden Fall weiter. Und wir gewinnen mit 3:0. Højbjerg trifft, dann Soboschlei trifft sogar doppelt. Dann gegen Bremen, diesen 15. gehen wir auch in die Schnellsimulation rein. Das sind halt viele schnellsimulierte Spiele, weil die meistens uninteressant sind. Aber man kann auch manche verlieren. Wir gewinnen aber auch hier mit 3:2. Brownhill und Pauline treffen bei Bremen. Bei uns Brian Broby doppelt und Luis Diaz. Letztes monatliches Scouting-Update aus diesem Monat. Markus Lang können wir mitnehmen. Ich denke, auch den werden wir da nicht mehr weiterschicken, weil egal, was hier für ein Talent kommt, es wird gar nicht mehr so gut sein, dass es noch in die erste Mannschaft reinkommt. Sonst kein gutes Talent mehr dabei. Hier sehen wir Markus Lang, der Jugendspieler. Der ist Mittelstürmer. Mal schauen, ob wir dem eine andere Position geben können. Das wird jetzt auch gar nicht mehr so viel Sinn machen. Vielleicht können wir dem irgendeine Verteidigerposition geben. Ja, ich würde mal sagen, komm, rechter Verteidiger. Vielleicht geht er dann auch von der Gesamtstärke gut hoch. Auch gegen Arminia Bielefeld den 16. gehen wir
wir in die Schnellsimulation rein. Das sollte vielleicht auch kein Problem sein. Wir sehen, Joao Cancelo ist wahrscheinlich gesperrt. Der muss dann rausgepackt werden für Weiße. Wir gewinnen auch hier mit 2:1 Gregoritsch für Bielefeld. Bei uns Brian Brobbey, Dominik Soboschlei. Letztes Gruppenspiel gegen Neapel. Und ich glaube, eine Gruppe könnte nie spannender sein, dass zwei Mannschaften um die Europa League und ums Auskämpfen und zwei Mannschaften um Platz 1 in der Gruppenphase. Und das Gute wäre, wir bräuchten in Neapel nun Unschieden, weil wir eben gegen Neapel mit 3:2 gewonnen haben. Deswegen wäre dann auch unsere Differenz dafür auch besser. Würde ich sagen, gehen wir einfach ohne zu labern in die normale Simulation rein. Vielleicht werde ich damit aufs Maul fliegen, aber als Zweiter kann natürlich auch mal sein, dass man eine schlechtere Mannschaft kriegt, die dann Erster ist. Gehen wir einfach rein, mal schauen, wie es laufen wird. Wir sind in der 90. Minute, es gibt nur eine Minute Nachspielzeit. Das bedeutet, wir haben den Ball und das bedeutet zudem rum, dass wir jetzt als Erster in die K.O.-Phase gehen werden. Nächstes Spiel gegen Frankfurt, die sind auf Platz 4, nur 4 Punkte hinter uns. Dortmund hat gewonnen, hier wäre ich im Unentschieden zufrieden. Dann wären wir, glaube ich, wieder auf dem ersten Platz. Wir gewinnen dann mit 0:1, Soboschlei mit dem einzigsten Treffer in dieser Partie. Nächstes Spiel gegen Stuttgart und ich glaube auch das vorletztes Spiel für diese Hinrunde. Hier gehen wir rein, hier müssten wir eigentlich auch gewinnen. Das kann nicht sein, dass wir hier nicht gewinnen werden. Wir gewinnen mit 3:0. Dominik Soboschlei trifft sogar doppelt und Malaccia. Letztes Spiel dieser Hinrunde gegen Mainz. Und wenn wir das gewinnen oder unschieden spielen, dann sind wir Herbstmeister. Mal schauen, ob das gelingt. Wir gewinnen mit 3:2 Paulsen. Und Paulsen trifft sogar doppelt bei uns. Joao Cancelo, Soboschlei und Adams. Wir sehen, Diego Carlos hat sich verletzt mit einem Schienbeinbruch. Er wird jetzt für 7 Monate ausfallen. Wir sehen, Leon Wagner und auch Maximilian Hutter möchten weg aus der Fußballschule. Maximilian Hutter können wir zum Profi befördern. Und war das der andere, ist der Leon Wagner. Ich habe jetzt den Namen wieder vergessen. Genau, Leon Wagner ist ein Torhüter, können wir auch mitnehmen. Genauso wie den Eduardo Parts nehmen wir mit. Dann den Thomas Weiß und Walter Aigner nehmen wir auch nochmal mit. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon gesehen, Jean-Marie Plath, endlich der Torhüter, der schon seit Anfang an dabei ist, verlässt uns zu Lausanne Sport für 410.000 Euro. Dann sehen wir Plath, Collado, Mitchell Weiser verlassen uns. Plath zu, habe ich schon gesagt, Lausanne Sport, Collado zu Betis Sevilla und Mitchell Weiser zu Athletic Bilbao. Dann sehen wir Maxim Peters, Matthias Kacalier und Viorel Manole sind wieder zurückgekommen von ihren Leihen, genauso wie Farnese, der hat uns verlassen zu KV Kortrijk für 1,55 Millionen. Dann sind wir am Ende der Folge, Leute. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Das war mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.